Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Zelda Breath of the Wild Teil 35. Wir sind nach Akala gegangen, weil uns Terry, der Händler in der Wüste, davon erzählt hat, dass es hier einen Typen gibt, der merkwürdige Waffen herstellt. Wir haben nämlich einen Pfeil bekommen, nämlich diesen hier. Und er hat gesagt, dass der antike Pfeil direkt, wenn er einen Wächter trifft, ihn ins Auge töten kann. Und oder zumindest da am effektivsten ist. Und deswegen sind wir hierher gegangen, weil er gesagt hat, der lebt hier und der stellt hier Kleidung her und Waffen und sonst was. Er hat aber nicht gesagt, wo, nördlich des Zora-Dorfs in der Akala-Ebene. Und da sind wir jetzt gerade und suchen den. Jetzt machen wir hier auf jeden Fall diesen Schrein und dann gehen wir runter zur Quelle der Kraft, von dem das eine Mädchen uns in der letzten Episode am Ende erzählt hat. Ach so, das soll das bringen. Gegen eine kleine Extragebühr kriegen wir ein Meerherzen aufgefüllt oder was? Oh nein! Ihr erinnert euch an meine glorreichen Fails bei dieser einen Sache. Mal sehen, was es hier so gibt. Das ist eigentlich ganz einfach. Schon reichen. Beim ersten Mal. Also, das war natürlich das zweite Mal, aber beim ersten ernst gemeinten Versuch. Ich wusste ja gar nicht eben, was da passieren soll. Gibt's hier keine Truhe, du? Scheint so. Wobei es scheint doch eine zu geben und das hier hinten ist dann quasi der Weg dafür. Und da hoch. Alles klar. Hallo? Kommt das Ding nicht wieder? Muss hier echt jedes Mal aufhören? Klar. Machen wir noch. Mann. Nein! Nein! Auch nein. Kann ich den drehen? Ja, kann ich. Ah, das ist natürlich dann interessant. Lustig, wenn ihr mich sehen könntet, wie ich hier sitze, mit so verdrehten Händen. Achso, warte. Wenn ich den so drehe, muss ich trotzdem nach rechts ausholen und dann so oder was? Alles klar. Nein, Mann! Ach, das ist doch ätzend. So, trotzdem. Nein, 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 nein! Was ist denn das? Den Joystick. Meine Hand im Dreh passiert da sowas. Okay. Nein! Wartet, stopp. Pfeil und Bogen und ach so. Schade. Das war dumm. Hallo, das ist doch blöd gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Hallo, was ist denn dein Problem, du behindertes Ding?
Roll da rein. Roll da rein! Hörst du? Roll da rein! Ball! Roll da rein! Behindert. Also, die Plattform hat sich ja noch originalgetreu bewegen lassen. Der Hammer tut das nicht. Wenn ich nach in die Richtung aushole, wo der eigentlich hängt, macht der Hammer was ganz anderes. Mann! Vor allen Dingen, wenn ich schnell schwinge, interessiert ihn das im Feuchten. Mann! Behindert. Das ist echt so behindert. Oh nein! Weil ich so ungeduldig weggedrückt habe. Oh Mann, ist das behindert! Das ist doch echt zu... Oh Gott! Ach, du dummes Ding. Du behinderter Scheiß! Das ist richtig zu fassen! Ja, weg damit. Trink mal neuen hier. Wie ärgerlich! Ich bin auch einfach manchmal ein Idiot, gell? So, rein da. Oh, nein, nein, nein. Ja. So, Geduld, Junge. Da, 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 da. So, na endlich. Tut mir leid, dass ich hier so ungeduldig war und so Zeit verschwendet habe. Und dass ich manchmal so ein kleines Rage-Monster bin. Oh. Was stand da? Ein magisches Schwert aus dem ewigen Eis der Hebra-Berge. Schwinge es, wenn die Klinge blau leuchtet, damit es tödliche Kälte ausblendet! Idiot! Zwei Hände. Sieht auf jeden Fall toll aus. So, das war gar nicht so leicht, wurde aber auch gut belohnt. Wie wir sehen. Sehr gut. Jawohl, ja. Auch ein Schrein hier hinten in der tieferen Akala-Ebene. Und, was hat sie gesagt? Nach Westen gehen. Das tun wir jetzt. Da sollte es diesen Schrein des Mutes geben. Oder den Quell des Mutes. So rum hat es. Den heiligen Quell des Mutes. So. Wo man aber nur weiterkommt, wenn man bla 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 hat.
Haben wir nicht, aber wir gehen da trotzdem mal hin. Ist da unten bestimmt. Jo, da oben ist so ein Schrein auf so einem Ding. Würde mich wundern, wenn der Fahrstuhl nicht wirklich ganz tief runter in die Trüffelerde geht. Wenn man da auf der Ebene noch was findet, dann. Hallo, Fuchs. Du wirst den zerdrückt. Ach du Allmächtiger. Weiß gar nicht, was dein Problem ist, Schwein. Ah, hier kann man sich auch erinnern. Ach, wir erinnern uns gerne. Das ist sowas wie ein Hobby von uns. Erinnert ihr euch auch manchmal gerne? Jetzt bin ich gespannt. Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem, meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören, die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Also ich muss gestehen, ich bin kein Freund deutscher Synchros, aber hier bei Zelda, ich habe gerade nicht, also schon Gänsehaut wegen der Zelda-Musik, aber einfach, weil sie auch mit Gefühl spricht. Das ist, gefällt mir bei vielen deutschen Synchros nicht. Final Fantasy 15 zum Beispiel hat eine grauenhafte Synchro. Monoton ohne Ende. Ja, dauernd des Blutmondes ist dieselben Sprüche und sonst was. Aber sie hier hat sich eben ja echt aufgeregt. Da hat man wirklich schon ein bisschen Gefühl drin gehört. Und das ist, finde ich, schön. Da hat sich Nintendo Mühe gegeben. So, da kann man einfach durchgehen. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht alles abfackeln. Du nimmst den Arm von deinem Kumpel auf. Was ist los mit dir? Wenn der es jetzt wieder zusammenbaut, fehlt dir im Arm oder was? Ja, fehlt ihm. Das nächste Mal nimmt er ihm ein Bein weg oder so. Das hat sich gar nicht. Ich zerprügel den ein und der nächste bückt sich dann nach. Lustig. Ach du großer Gott.
Gut gemacht. Ich habe schon fast gedacht, das reflektiert den Schuss wieder. Das wäre natürlich obergeil gewesen, aber hat's nicht gemacht. Ist auch nicht schlimm. Sehr schön, dass uns das sogar vor den Angriffen der Wächter beschützt. Ja, so. Lädt sich das mit den Schilden auch wieder so auf? Oder erst, was immer aufgebraucht ist? Oh, sieht ein bisschen zerfetzt aus, der Schild. Okay, so optional scheint die Akala-Ebene dann doch nicht zu sein. Das ist doch dumm! Das ist noch dümmer! Blödmann! Stehen da Skelette auf gerade, wenn ich mich an den Rand schleiche? Und wecken den auf. Ich glaube, bei euch ist was im Kopf schief gelaufen. Ja, er ist leer. Winde. Meinetwegen hat mich das Schwein entdeckt. Ja, war da was? Ja, dein Tod! Hä? Du kriegst einen Schlaf von so einem Schwert und stirbst nicht? Keins mit Beinen. Guck mal woanders hin, du Ding. Das sieht doch ganz nach dem aus, wo der komische Typ leben soll. Ja! Akala-Institut, das war das, was er sagt. Ich muss bestimmt wieder so eine blaue Flamme herholen. Nein! Wir speichern mal. Bevor wir da reingehen. Hey. Oh, Belo, genau. Ich weiß ja nicht.
Hier, dann begutachte meinen Körper mal. Ich hätte gerne deine Brille, die ist sexy. Also nicht wirklich. Wusste ich nicht. Weil die blaue Flamme fehlt. Oh! Machen wir natürlich dafür, dass wir ein gutes Zeug kriegen. Erstmal gucken wir, wo hier die blaue Flamme rumfliegt. Ein Labyrinth. Mal einer an. Schreintra. Dann ziehen wir uns hier mal wieder an. Guck mal, wo wir die Blauflamme für dich finden. Nachtjacke. Du siehst mich nicht. Mich nicht. Du siehst mich nicht. Aber ich schlachte dich gleich. Nein! Alter, das war vielleicht sowas von fucking knapp. Flamme haben, kann uns der Ofen da hoffentlich geiles Zeug herstellen. Das ist egal, das kann ja dann auch Rubine kosten. Ordentlich. Ich hasse sowas wie die blöde Pest. Thank you.
fand ich nicht schlecht. So, was macht diese Keule hier für Schaden? Die ich habe 27. Hier speichern wir. Den Weg einfach so dreist, wie es geht. No, 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 no. Einfach voll durch die Viechermenge durch. Der offensichtlichste Weg ist oft der einfachste. Außerdem gibt es da diesen einen doofen Spruch: Dreistigkeit siegt. Nicht so gut. Müssen wir noch so ein Fackeldings stehen. Man müsste mal sowas wie eine Haltbarkeitsanzeige sehen. Ich hab Schiss, dass das Ding jeden Moment explodiert oder so. Das war doch echt ganz einfach. Ta-ta-ta-ta! Hallo? Hab ich gemacht? Cherry kann nicht nur antike Pfeile herstellen, sondern auch allerlei antike Ausrüstung. Versuch's mal. Jawohl, wir gucken da jetzt mal rein, was das Ding so herstellen kann. 150, 400 antikes Schwert. Boah, mein Gott, das ist ja geil. 1000. 1000. Auch 1000. Antiker Helm 2000. Zahnrad 25. 2000, 2000, 2000. Tja, Freunde, ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben eine neue Aufgabe. Antikabwehr, das ist ja sehr gut. Ein antiker Bogen.
Antike Lanze, den können wir dann auch noch verstärken. Das gefällt mir wirklich sehr gut. 7 von 20. Antike Schrauben. Haben wir genug? Achsen haben wir genug. Antike Federn haben wir genug. Reaktorkerne! Oh nein. Die finden wir, haben wir bisher nur in Titan gefunden. Muss es auch noch woanders geben. Egal, wir werden nicht googeln. Wir werden das einfach alles. Antikes Schwert. Das gefällt mir. Was brauchen wir denn für antike Pfeile? Holzpfeile. Schrauben und Achsen. Und natürlich Moneten. Alles klar. Das sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir speichern hier. Sind auch am Ende des Videos angekommen. Wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Schaut euch auch alles andere an, was wir bisher gemacht haben. Es ist eine lange, lange Reise und wir sind auch noch lange, lange nicht am Ende. Aber wir kommen gut voran und ich muss gestehen, dass diese antike Geschichte hier wirklich sehr gut aussieht. Wir werden viel jagen gehen müssen dafür. Wir müssen erstmal gucken, woher wir antike Reaktorkerne kriegen, aber das ist ja quasi erstmal egal, weil es gibt geile Waffen und Rüstung. Sehr schön. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.